Man braucht Englisch. Ist ein sinnvolles Fach. So, Mathematik bis zu einem bestimmten Punkt absolut sinnvoll, ab einem bestimmten Punkt absolut unnötig. Es gibt Dinge in der Mathematik, die man berechnen kann, für die es aber keinen Grund gibt, sie zu berechnen. Zumindest nicht im Alltag. Ich habe es vorhin schon erklärt mit der Sache mit der Leiter oder mit der Sache mit dem Fenster. Ne? Also die Leiter, die irgendwie um die Ecke gehen muss oder das Fenster, das von dem ich nicht weiß, wie groß es ist. Das sind Sachen, da lernt man mathematisch solche Dinge zu berechnen, Formen zu berechnen. Das kann interessant sein, wenn ihr einen Beruf habt und vor einer Frage steht, die ihr nur in der Theorie klären könnt. Dann sind solche mathematischen Fähigkeiten vielleicht sinnvoll. In der Praxis werden sie allerdings niemals benötigt werden. Selbst ein Handwerker wird nicht hingehen und wird sagen, ja, ich habe da ein Fenster, ich weiß, wie lang das oben ist und ich weiß, wie lang das an der Seite ist, aber das hat eine Rundung, ich habe keine Ahnung, wie groß diese Rundung ist. Ich muss das jetzt ausrechnen, bevor ich es einbauen kann. Das wird nicht passieren, die haben einen Meter, die können das ausmessen. Ja, mal abgesehen davon steht es auf der Verpackung drauf von so einem Ding, ne? Also, ja. Tatsache ist, man kriegt normalerweise ein Fenster im Pappkarton und auf dem Pappkarton steht dann drauf, welche Maße dieses Fenster hat. Unglaublich, aber wahr. Ja, tolle Sache, ne? Lesen ist dann doch schon von Vorteil, mal wieder. Aber es gibt Dinge, wo man Mathematik tatsächlich braucht und das im Alltag immer wieder. Wenn es nur darum geht, dass ihr irgendwas kauft und ihr müsst Geld dafür ausgeben, dann wäre es schon sinnvoll, wenn ihr eins und eins zusammenzählen könnt. Und es gibt natürlich auch jede Menge andere Situationen im Alltag, wo man Mathematik braucht. Also grundlegende Mathematik. Plus, Minus, geteilt, mal. Das sind die Sachen, die sollte man auf jeden Fall können. Ein bisschen Formeln umstellen können oder Dreisatz sollte man auch beherrschen. Es ist manchmal sehr sinnvoll oder hilfreich, für bestimmte Dinge in Erfahrung zu bringen. Aber was darüber hinausgeht, ist relativ unnötig. Alles, was im Bereich Geometrie liegt, ist eigentlich für einen Alltagsgebrauch absolut für den Arsch. Braucht kein Mensch. Gut. Was hat man denn noch so für Fächer, Mensch? Sozialkunde, boah, hängt vom Inhalt ab. Kann extrem unnötig sein, kann extrem sinnvoll sein, hängt vom Inhalt ab. Sozialkunde war für mich in der Schule fast immer völlig unnötig, aber gelegentlich gab es dann eben doch Momente, wo man Sachen gelernt hat, die sinnvoll waren, die hilfreich waren oder die einfach nur gut zu wissen sind. Ja. Ist ein Fach, das könnte man auf sehr wenig begrenzen und es würde immer noch funktionieren. gut. Was noch? Was haben wir noch für Fächer, Mensch? Ich habe sowas von keine Ahnung. Tut mir leid, ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ich bin die Hauptfächer durchgegangen. Ich habe ein paar Nebenfächer genannt. Ja, Sport habe ich schon genug dazu gesagt. Da brauche ich, glaube ich, nicht noch mehr zu sagen. Sport ist zunehmend sinnvoll, wenn man es richtig machen würde. ja. Ich weiß nicht, was hat man noch für Fächer? Mir fällt jetzt echt gerade ganz mehr ein. Erdkunde, eigentlich ein extrem unnötiges Fach. Wie unser Planet aufgebaut ist, ist relativ uninteressant, weil, also, nee, nicht uninteressant, aber nicht von Nutzen, wenn man es weiß, weil es hilft einem Alltag nicht weiter. Wenn ich weiß, dass unser Planet aus, was weiß ich, einer Kruste und was weiß ich was für einer Schicht und die Schicht und das und jenes besteht, das bringt mir im Alltag absolut gar nichts. Null. Völlig unnütz. Und ja, zu wissen, wo irgendwelche Regenwälder liegen oder was die Hauptstadt von dem und dem ist oder wo welche Länder liegen und so, das sind Sachen, da klar, da kann man wieder sagen, die sagen irgendwie, ja, das ist Allgemeinbildung, sowas weiß man halt, aber das ist Bullshit. Wenn ich euch frage, wie heißt der Bösewicht in fast allen Super Mario Spielen, dann sagt ihr Bowser. Das ist Allgemeinbildung. Das würden zwar irgendwie ältere Generationen nicht wissen, aber das ist Allgemeinbildung, weil das die Allgemeinheit weiß. Aber keine Ahnung, wie heißt hier die Hauptstadt von Uganda? Was weiß ich, ist mir doch relativ egal. Wo liegt Uganda? Irgendwo in Afrika. Wuhu. Ja. Und weiter? Interessiert mich eigentlich auch kein Stück. Es ist was, wovon man relativ wenig Nutzen im Alltag hat, wenn man ehrlich mit sich selbst ist. Natürlich kann das, also gerade dieser Geografiekram, bis zu einem bestimmten Grad sinnvoll sein, wenn man zum Beispiel zumindest weiß, wo welche größeren Städte liegen, Deutschland oder dergleichen, wenn man in Deutschland lebt,
damit man sich ein bisschen besser orientieren kann oder so. Ja, okay, meinetwegen. Das kann hilfreich sein, aber das ist normalerweise nicht das, was man in Erdkunde lernt. Zumindest war es bei mir nicht so. Also, wenn wir ein bisschen mehr irgendwie über die Geografie von Deutschland gelernt hätten, hätte das vielleicht irgendwo auch was gebracht, aber so, nee. So, jetzt weiß ich gar nicht, wo die Leiter sein müsste. Die müsste hier hin, oder? Yo. Hey, ich wollte das Ding einsammeln. Oder das Scheißding. Mö. Ja, jetzt fallen mir aber wirklich gerade keine Fächer mehr ein, über die ich noch reden könnte, müsste, sollte. Also, ja, so viel dazu. Genau. So, dann war ja noch die Frage, das war jetzt eher, welche Fächer gehören abgeschafft. Wie gesagt, ich kann es nicht wirklich sagen, dass irgendwas abgeschafft werden müsste. Es müsste überarbeitet werden. Welche Fächer gehören entmüllt? Alle. Jedes Fach gehört entmüllt. Es gibt in jedem Fach irgendwelchen Scheiß, der völlig unnötig ist. Abgesehen davon, dass manche Fächer wirklich an sich schon unnötig wären, wenn man nicht sagen würde, ja, es ist Allgemeinbildung, bla 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 bla, ja. An sich sind alle, fast alle Fächer unnötig. Das ist das Problem. Also ich versuche das jetzt mal zu erklären nochmal. Wenn man darauf eingehen würde, wo die Talente eines Schülers liegen und gezielt versuchen würde, ihn in dem Bereich zu fördern, dann würde es sich daraus ergeben, dass der Schüler vielleicht mal neben den drei Hauptfächern oder so noch drei oder vier weitere Fächer hätte, wenn überhaupt, eher weniger, in denen er unterrichtet werden würde und alle anderen Fächer würden entfallen. Warum wäre das so? Weil alle anderen Fächer für diesen Schüler ungeeignet sind, weil er darin niemals besonders gut sein wird, niemals etwas leisten wird und niemals etwas davon haben wird, das zu lernen. So. Gut, was wollte ich damit jetzt aussagen? Keine Ahnung. Tut mir leid, vor allem in den letzten Tagen bin ich völlig unfähig, überhaupt irgendwas zu machen oder zu sagen. Das ist mir jetzt schon bei meiner letzten Super Mario 3D World Aufnahme aufgefallen. Ich fange an, über ein Thema zu reden, will damit irgendwas ausdrücken und wenn ich fertig bin, über das zu reden, wo ich gerade dabei war, dann weiß ich nicht mehr, wie ich auf das Thema gekommen bin. Ich weiß nicht mehr, was ich damit sagen wollte. Und ich weiß auch nicht mehr, was ich darüber gesagt habe. Also, mir fällt dann. Ich habe im Moment wirklich vollkommenen Hirnausfall bei jeder Gelegenheit. Ich weiß nicht, was im Moment mit mir los ist. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz schlecht. Ich bin vielleicht irgendwie. Naja, unkonzentriert, das auf jeden Fall, aber nicht so unkonzentriert, wie ich sonst immer unkonzentriert bin. Es ist nicht gut. Wo waren wir jetzt? Wir waren eigentlich bei, welche Fächer gehören entmüllt? Ja, wie gesagt, an sich. Viele Fächer gehörten auf jeden Fall entmüllt, weil sie Informationen versuchen von den Schülern zu verlangen, die keinen Zweck erfüllen. Ja. Und wie gesagt, wenn man von meiner Idee ausgeht, dass Schüler eben das lernen, worin sie wirklich eine Zukunft haben könnten, dann müsste man natürlich die Fächer auch neu strukturieren. Wenn ich davon ausgehe, dass ein Schüler nur drei Hauptfächer hat, und dann noch drei Nebenfächer, in denen er leistungsstark ist, dann muss natürlich auch der Schüler in diesen Fächern viel, viel mehr gefördert werden, und viel mehr gefordert werden vor allem, als das im Moment üblich ist. Im Moment versucht man irgendwo einen Schnitt hinzukriegen, wo man sagen kann, ja, das ist jetzt nicht gerade das ultimative Fachwissen, aber wenigstens hat dann jeder, wenn er das Fach hatte, hinterher ein bisschen Ahnung davon und dann nennen wir das Allgemeinbildung und dann ist das gut. Wenn man versuchen würde, die Leute auf das, worin sie ein Talent haben, zu spezialisieren, der Satz ist grammatikalisch falsch, okay. Wenn man versuchen würde, nur Fächer zu unterrichten, nee, schlagt mich tot, ich weiß nicht. Wenn man die Schüler spezialisiert, dann sollte man natürlich dafür sorgen, dass Stoff wesentlich anspruchsvoller ist. Darauf will ich raus. Gut. So viel zum Entmüllen, ist egal. Welche Fächer sollten ausgebaut werden? Keins. Die Fächer sollten auf keinen Fall ausgebaut werden, egal welches. Sie sollten nur umgebaut werden. Das reicht schon. Ich habe jetzt schon fünfmal drüber gesprochen. Man müsste eigentlich Schule so gestalten, dass Schüler in dem gefördert werden, worin sie ein Talent haben oder was sie gut beherrschen, wie auch immer, keine Ahnung. Wo sie Interesse zeigen, wäre vorteilhafter. Dann hätten wir eine Welt nur aus Spezialisten. Na und ist doch scheißegal. Es ist besser wie eine Welt voller Idioten, die ein Allgemeinwissen haben, das für nichts gut ist. Ja, ich habe eine hohe Meinung von der Menschheit, ich weiß. Gut.
Ja, das ist dann auch schnell beantworten, ne? Sollte es neue Fächer geben? Boah, das ist eine gute Frage. Man müsste eigentlich sehr, sehr auf IT-Fächer gehen auf Schulen. Man hätte das, zu meiner Zeit hätte man das schon machen müssen und hat es versäumt. Und man müsste das jetzt erst recht machen. Man müsste den Schülern Grundlagen in Programmiersprachen beibringen. Man müsste den Schülern auf jeden Fall den Umgang mit einem PC beibringen, dass die wissen, wie man den bedient. Die meisten lernen das von sich aus, weil sie sich dafür interessieren oder sonst was oder weil sie es einfach brauchen. Aber es müsste sichergestellt werden, dass jeder Idiot mit einem Computer umgehen kann. Weil verdammt nochmal, heute gar nichts mehr ohne Computer geht. Das ist so ziemlich das Wichtigste, was man auf der Schule lernen könnte. Und es wird nicht wirklich unterrichtet. Wow. Wie gesagt, Programmierungskram wäre wirklich auch ein Thema, das wirklich Sinn machen würde, weil gerade der IT-Bereich, der ist so offen, da kann man noch so viel rausholen, wenn man nur Leute hätte, die sich damit auskennen. Und man braucht es mittlerweile überall. Also sollte man es nutzen. Ja, wäre ein Fach, das man haben sollen müsste. Was war das jetzt gerade? Welche Fächer sollen ausgebaut werden? Nee. Welche Fächer sollte es geben? Ja, also ich habe keinen Namen für das Fach, aber ein IT-Fach an sich wäre eine gute Idee. Das müsste schon auf der Grundschule beigebracht werden. Weil es mittlerweile halt wirklich normal ist, dass jeder Haushalt einen Computer hat. Ja, war zu meiner Jugendzeit noch nicht so, aber da hatten zumindest schon sehr viele Leute einen Computer oder zumindest schon mal einen gesehen. Und da wäre es auch schon sinnvoll gewesen, aber nee. Früher hatte man auch tatsächlich teilweise solche Sachen gelernt. Es gibt Leute, die hatten wirklich in ihrer Schulzeit durch bestimmte Lehrer in irgendwelchen Zusatzkursen schon die Möglichkeit, Sachen über Programmierung zu lernen. Zu lernen, wie ein Computer funktioniert. Sachen, die ich bis heute nicht weiß. Grundlegende Funktionen, die aber so sinnvoll sind zu wissen, weil man dann einfach darauf aufbauen kann. Sachen, die mir einfach fehlen, warum ich mich nie gut mit einem Computer auskennen können werde, weil ich einfach nie die Informationen dazu hatte. Was ich über einen Computer weiß, weiß ich aus Erzählungen über Dritte oder weil ich irgendjemandem zugeguckt habe oder weil ich es ausprobiert habe und irgendwann rausgefunden habe oder weil ich es irgendwo nachgelesen habe. Ja, mir hat nie jemand irgendwie wirklich was beigebracht. Ich war einfach interessiert, hab mir was angeguckt und wenn das Interesse vorbei war, dann habe ich auch nichts weiteres dazu gelernt. Ja, deshalb fehlen mir wirklich sehr, sehr viele Kenntnisse, um sagen zu können, dass ich mich mit Computern auskenne oder dergleichen. Ja, ist was, also da sollte man dran arbeiten in der Schule, weil es wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist, meiner Meinung nach. Was wäre auch sinnvoll? Ja, man könnte jetzt sagen, man bräuchte irgendwelche Fächer oder dergleichen, denen Schüler soziales Verhalten lernen oder so. Das würde vielleicht viele Probleme lösen, die man an Schulen hat und die man auch sonst so allgemein hat. Aber das ist nicht richtig. Eigentlich müsste man dafür sorgen, dass die Eltern sich um sowas kümmern und dann müsste man natürlich dafür sorgen, dass die Eltern sich um sowas kümmern können. Also sollte man das nicht auf die Schule abwälzen. Soziales Verhalten sollte man nicht in der Schule lernen, sondern sollte man schon vorher gelernt haben. Ja. Naja. Ist ein anderes Problem, hat mit Schule an sich nichts zu tun. Ansonsten, keine Ahnung, was müsste man sonst für Fächer haben? Habt ihr eine Idee, was man unbedingt für Fächer haben müsste in der Schule? Irgendwas, was wirklich wichtig ist? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Vielleicht ein. Nee, das ist auch. Nee, das ist Blödsinn. Vergesst das. Ich sage jetzt nichts dazu. Es war Blödsinn. Es war ein dummer Gedanke. Ja, so, was noch ihr Thema? Sollte die Praxis der Theorie überwiegen? Das kommt natürlich ganz auf das Fach an. Es kam gerade der dümmste Gedanke überhaupt. Biologie und Thema Sexualkunde. Sollte die Praxis der Theorie überwiegen? Das kommt drauf an, mit wem und von wem ihr unterrichtet werdet. Entschuldigung. Das war jetzt irgendwie Freifahrtschein für den dümmsten Gag ever, aber okay, ja. Sollte die Praxis der Theorie überwiegen? Eigentlich nie. Die Praxis soll nur dann der Theorie überwiegen, wenn die Praxis tatsächlich dazu dient, dass man diese Praxis umsetzt.
dass man damit was erreicht. Wenn ich zum Beispiel vom Werkunterricht spreche, dort ist die Theorie relativ bedeutungslos. Dort geht es um die Praxis. Ihr sollt lernen, mit dem Zeug umzugehen. Und das ist gut und schön und arm. Wenn ich jetzt an den Deutschunterricht denke, wie schafft man es, dass im Deutschunterricht die Praxis der Theorie überwiegt? Also man schafft den Grammatikteil komplett ab oder so und begrenzt sich nur noch darauf, miteinander zu reden und Aufsätze zu schreiben oder so. Ist das dann der Praxisteil? Ich weiß nicht. Es ist ein bisschen schwierig. Es gibt ein paar Fächer, bei denen ist das mit der Praxis ein bisschen wirklich schwierig, weil wenig Praxis irgendwie wirklich als solche empfunden werden würde oder dergleichen. Oder einfach wirklich wenig Praxis vorhanden sein kann. Oder die Praxis sehr schwer umzusetzen wäre. In vielen Fächern ist es so, wenn ich an Physik oder Chemie oder dergleichen denke, dort sollte die Praxis nur dazu dienen, Interesse zu wecken. Weil wenn schon kein Interesse vorhanden ist, dann ist es egal, wie viel Praxis man hat. Und man hat ja nichts davon. Wenn ihr in Chemie irgendwelche Experimente praktisch machen würdet, obwohl ihr euch kein Stück für Chemie interessiert, dann bringen euch diese Experimente auch nichts, weil ihr stellt nichts dabei her oder so, dass ihr mit nach Hause nehmen könnt und dann für irgendwas benutzen könnt oder dergleichen. Ihr lernt auch nichts, was ihr in eurem Leben jemals nochmal braucht oder so. Also ist die Praxis ziemlich für den Arsch in dem Fall, oder? Und das wird in den meisten Fällen so sein, dass die Praxis eher für den Arsch ist. Also, dass man nichts wirklich davon hat. Es sei denn natürlich, man würde wieder versuchen, sich darauf zu fixieren, den Leuten das beizubringen, worin sie ein Talent haben. Wo sie dann vielleicht später auch beruflich machen. Dann würde sowas wieder mehr Sinn machen. Ja. Schön. Das Thema wiederholt sich immer und immer wieder. Gut, dass ich so ausführlich drüber gesprochen habe. warum habe ich so viele Eier dabei? Das ist ja Wahnsinn. Hier, mäh, ihr Hühner, mäh. Ich bombe euch aus mit meinen Eiern des Todes. Stirb, Huhn! Wey! Wey! Warum sammeln die sich eigentlich alle da hinten? Das verstehe ich nicht. Naja, egal. So, ich hoffe, es liegt jetzt hier nirgends ein totes Huhn rum, das ich versehentlich mit einem Ei erschossen habe. Auch mal witzig. Gott, da sind ja schon wieder vier Eier und da ist schon wieder eins. Warum produziert ihr so viele Eier? Ihr Hühner. Ja, gut. Was noch in dem Thema? Ich will das langsam zu Ende bringen. Wie habe ich als Schüler die Schule mitgestaltet? Gar nicht, glaube ich. Habe ich die Schule mitgestaltet? Wie gestaltet man die Schule? Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass ich die Schule in irgendeiner Art und Weise mitgestaltet habe. Für mich war es auch immer sehr beruhigend, wenn ich irgendwie aus dem Laden raus war. Also, ich habe nicht mehr Zeit dort verbracht als unbedingt notwendig. Sowas wie Projekttage oder sowas gab es bei uns scheinbar nur klassenweise. Hing von den Lehrern ab oder so, keine Ahnung. Wir hatten sowas jedenfalls nie. Also, demnach war dann natürlich auch nicht möglich, in irgendwelchen Projekttagen irgendwas zu gestalten. Wenn man sowas nicht hatte. Ja, Mensch, wo kommt da eigentlich der Stein her? Und warum machst du das? Achso, nee, das ist ein richtiger Stein, achso. Ja, Mensch, mir gehen die Steine aus. Schon wieder. So ein Mist. Ich könnte nochmal was davon verteilen. Ich müsste aber eigentlich eher mal nochmal Kohle sammeln gehen, ne? Oh, Leute, was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich mache am besten gar nichts mehr. Ja, ich glaube, ich mache am besten gar nichts mehr. Wir werden beim nächsten Mal auch noch ein bisschen über die Schule reden, weil Schule ja so ein tolles Thema ist, das wir alle lieben. Dann erzähle ich euch noch ein paar tolle Geschichten. Die haben einen gewissen Unterhaltungswert bis zu einem bestimmten Grad, aber okay. Ansonsten kümmern wir uns dann irgendwann nochmal um andere Themen. Jetzt geht's irgendwie... Ich kann nicht mehr reden, tut mir leid. Jetzt ist auf jeden Fall erstmal Schluss hier mit Minecraft. Also, ich war euer Nixan, das war Monumentalien und überhaupt sowieso. Und ich sag euch, ciao Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal.